Willkommen, Freunde, zu einem festtäglichen, zumindest in Basel, Karimi-Report. Freitag, der 1. Mai. Es ist jetzt genau 2 Monate, dass wir mit diesen Sondernewslettern angefangen haben, dass wir wesentlich mehr YouTube-Videos produziert haben als vorher. Wir haben ja diesen Monat Mai haben wir ja das jährige Jubiläum des Karimi Report Kanals. Ja, in den letzten 2 Monaten ist so viel geschehen, das hätten wir uns nicht erträumt. In unseren kühnsten Albträumen, muss man sagen, was jetzt seit Ende Februar abgegangen ist. Und ich denke, es ist auch Zeit, einen Moment innezuhalten und etwas zurückzuschauen. Wir sind vor allem im März sind wir erschrocken, natürlich in Basel, weil man die Fasnacht abgesagt hat. Da bin ich weniger erschrocken, weil ich nicht so einen Bezug zu diesem Mega-Event habe. Aber war für viele natürlich ein Frust, ein Engagement-Frust, ein wirtschaftlicher Frust. Und das lastet immer noch über dieser Stadt, die von diesen 3 Tagen auch sehr viel Energie bezieht, sehr viel Kreativität, die dort reinfließt. Das muss man absolut anerkennen und auch neidlos sagen. Wir sind aber auch erschrocken über Bilder, die wir gesehen haben in den Medien, über Lastwagen in Bergamo, also ein Lastwagenkonvoi, über aufgestapelte Särge, zum Teil von diesem Jahr, zum Teil von alten Schiffsunglücken aus dem Jahre 2013 oder 2014, die man in die Berichterstattung reingetan hat, reingeschmuggelt hat, muss man sagen. Wir sind erschrocken über angebliche Massengräber auf Hart Island in New York, um dann festzustellen, dass es diese Massengräber schon seit 150 Jahren gibt und die Ärmsten der Ärmsten und die Aussätzigsten der Aussätzigen und die Randständigsten der Randständigen dort von auch Randständigen von Gefangenen der Gefangeneninsel Rikers Island begraben werden. Wir sind erschrocken, zumindest diejenigen, die genau hingeschaut haben, über die Wissenschaftsverweigerung, über die Wissenschaftsverschleierung. Man hat mit Zahlen gespielt wie mit Spielsachen. Man hat Zahlen hochgeschraubt, ohne dahinter zu schauen. Anzahl Neuinfizierte hat man exponentielle Kurven gesehen. Aber man hat nicht gezeigt, dass man auch viel mehr und exponentiell mehr testet. Man hat nicht hingucken wollen, an was die Leute wirklich gestorben sind. Es gab das Groteskeste, was es gibt, und die Kapitulation der totalen Wissenschaft bedeutet, indem man gesagt hat, einfach Menschen ab einem gewissen Alter, die jetzt gestorben sind, sind Corona-Tote. Das waren offizielle Statements der Behörden in Italien und in Deutschland. Das ist einfach Bankrotterklärung jeder Wissenschaftlichkeit. Das ginge ja noch, wenn es nur um die Wissenschaft und der Wissenschaft willen ginge, aber das hatte große Konsequenzen und hat Konsequenzen und wird in der Zukunft Konsequenzen haben, und die können für viele Menschen existenziell sein. Man hat da dann Maßnahmen beschlossen, die, wenn sie noch lange aufrechterhalten geblieben wären, noch viel größere Dramaturgie entwickelt hätten. Ich sage nur, in wenigen Wochen plus 27 Millionen Arbeitslose in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist sehr oft verbunden mit Verlust der Krankenversicherung. Das ist nicht selten verbunden mit Verlust der Wohnung oder des Wohnsitzes. In der Schweiz fast 2 Millionen Kurzarbeitende, von denen nicht alle wissen, ob sie je wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Soll kein Vorwurf sein an die Behörden. Ich sage jetzt noch ja zu den Maßnahmen, die man am 14. März getroffen hat, als man gesagt hat, keine Großveranstaltungen, als man gesagt hat, keine Kinos, keine Museen, als man gesagt hat, Veranstaltungen, ich glaube, es waren bis 100 Leute im Restaurant, 50 Personen. Da sage ich ja, ich sage nein zu den Maßnahmen, die man nur 2 Tage später aufgrund von solchen Bildern verschärft hat, am 16.03., als der wirkliche Lockdown
befohlen wurde, obwohl wir in der Schweiz noch nicht mal so hart betroffen wurden wie beispielsweise in Frankreich, in Italien, teilweise auch in Österreich. Nun, was wir gelernt haben, ist einmal mehr die Tatsache, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich habe schon ein paar aufgezählt in dieser Corona-Geschichte. Ich habe mich immer wieder erinnert gefühlt an 2015, als man dieses tote Kind, ich glaube, es war an einem griechischen Strand, von allen Seiten gezeigt hat. Und das dann eigentlich bahnbrechend war für diese Willkommenskultur, die dann nicht einmal mehr möglich gemacht hat, dass man Leute registriert hat, die ins Land hineingekommen sind. Ich spreche vor allem von der deutsch-österreichischen Grenze. Und auch hier waren wieder Manipulationen. Ich sage nicht, dass das Kind nicht tot war, aber wenn man das einfach endlos durchkaut, dann bekommt das einen Stellenwert, wo alle anderen Tatsachen und Gefahren ausgeblendet werden. Und auch jetzt hat man wirklich auf dieser Partitur exzellent gespielt. Man hat nicht mehr hingeschaut, man wollte nicht mehr wissen, was sind die Gründe, warum in Italien das Ganze kollabiert. Man hat nur noch die Lastwagen gesehen und irgendwelche Massensärge, Hallen, die dazu aufbewahren dienten. Man hat nicht gedacht, warum ist das so? Ja, weil man viel zu kleine Feuerbestattungskrematorien hatte, weil das in Italien nicht üblich war. Und man hat auch nicht hingeschaut, dass das in Italien, in Spanien einfach praktisch bei jedem etwas strengeren Winter die genau gleichen Bilder zu sehen wären. Nur hatte man die Kamera nicht drauf gehalten. Ich bin auch erschrocken, zum Teil über die Staatsmacht. Und da muss ich sagen, wie immer gibt es überall Gutes und Schlechtes. Sehr nette Leute in Uniform, mit denen man reden konnte. Und einfach richtige Staatsuniform-Büffel. Früher sprach man von Bullen. Und es kann doch nicht angehen, dass man einfach einen Corona-Bußenkatalog auf welcher rechtlichen Grundlage eigentlich erhebt. Dass man minderjährige Kinder oder Menschen büßt, die miteinander nebeneinander spazieren, und man behauptet in Uniform, das wären nur 1,70 Meter. Kann man ja behaupten. Aber warum gibt das zweimal 100 Franken? Es ist ja nur ein Abstand, der nicht eingehalten wurde. Jetzt kann man sagen, ja, ein Abstand ist definiert durch 2 Punkte. Genau, und dann wären wir eben wieder bei dieser überheblichen Staatsmacht. Ich bin auch erschrocken über die Angst der Leute, über die Angst, diese neurotische, unfassbare Angst, an diesem Coronavirus zu sterben. Ich spreche nicht von den alten Menschen, die auch noch vorerkrankt sind. Bitte nicht über diese. Da war sie berechtigt, sogar medizinisch und statistisch. Ich spreche von jungen Leuten, ich spreche von Leuten in meinem Alter, die sich ein- und abgeschottet haben, die auf soziale Kontakte verzichtet haben, die dachten, jetzt kommt der Teufel mich holen mit diesem Virus. Und das haben gemeinsam letzten Endes die sogenannten selbsternannten und von der Regierung einberufenen Fachgelehrten in Anführungs- und Schlusszeichen zusammen mit ihren Helfershelfern, den Leitmedien, zu verantworten, diese endlose Angst- und Panikmache. Das hat auch dazu geführt, um sich selbst zu schützen, hat man andere Leute angeschwärzt. Das Denunziantentum ist in erschreckendem Maße ausgebrochen. Unzählige Anrufe gingen sowohl in Österreich als auch in Deutschland, als auch in der Schweiz bei den Behörden ein. Gewisse Behörden wie der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat die Leute noch aufgerufen zu denunzieren, ein Grüner, man stelle sich das vor. Was hat wohl Joschka Fischer dabei gedacht, wenn er noch irgendeinen Anteil von Grün hat, und ich meine nicht den hinter den Ohren. Dass die Polizei nicht alles sehen könne und darum sollen die Bürger anrufen und weiter fröhlich denunzieren, obwohl die Behörden gesagt hat, ruft bitte nicht an, wenn ihr 3 Leute statt 2 zusammen im Park sehen, wir haben noch anderes zu tun. Ich bin erschrocken über das Schweizer Parlament. Ich bin erschüttert über die Haltung dieser
von uns gewählten Politiker, die sich zu schade waren, als Kapitäne des Landes, zumindest als erste und zweite Offiziere, an Bord zu bleiben und das zu tun, was man ihnen in Auftrag gegeben hat, nämlich die Legislative darzustellen, mit anderen Worten, zu regieren, um sich angeblich vor einem Käfer zu schützen. Ja, aber warum seid ihr dann Nationalräte geworden? Wenn ich doch zur See fahren will und keine Lust mehr habe auf den Maschinenraum und dann eine Weiterbildung machen zum dritten, zum zweiten, zum ersten Offizier oder vielleicht sogar zum Kapitän, dann bin ich mir doch bewusst, dass ich zumindest nicht als erster von Bord gehen sollte, wenn es zu einer Havarie kommt. Aber genau ihr Parlamentarier und Parlamentarierinnen, ihr seid als erste von Bord gegangen, um euch zu schützen. Was ist das, ich sage es auf Schweizerdeutsch, Vater gerade ein im Fressi, vor all den Menschen, die das nicht konnten, die arbeiten mussten, zum Teil zu ganz anderen Spesenentschädigungen und generell Löhnen, als ihr sie habt. Die Leute bei der Müllabfuhr, die Leute bei der Post, die Leute bei der Logistik in jeglicher Art, die Leute im Gesundheitswesen. Und ich habe wahrscheinlich nicht alle genannt. Was haben sich die gedacht, wenn die Parlamentarier sich zu schade sind, zu regieren? Und selbst der Bundesrat hat euch sogar noch aufgefordert, mit zu regieren. Und es hört nicht da auf, ihr seid immer noch feige und lebt immer noch wie die Maden im Speck auf unsere Kosten. Ihr macht eine Sondersession jetzt im Mai in der Bern Expo. Ich habe einen Bericht gehört im Staatssender SRF 2, den ich an sich sehr schätze, auch wegen der schönen klassischen Musik. Und diese Sondersession kostet 3 Millionen Schweizer Franken für 5 oder 6 Tage. Allein die Miete dieser Messehallen kostet für eine Woche nackt, ohne Technik, 1 Million. Und die CEO, also eine Dame von Bern Expo, hat gesagt, wir haben keinen speziellen Preis gemacht, teuer für den Bund, aber auch keinen speziell günstigen. Wir haben einen marktüblichen Preis gemacht. Und der Journalist hat nicht nachgefragt, ja, was ist denn jetzt ein marktüblicher Preis? Der marktübliche Preis jetzt ist nämlich null, weil gar keine Messen stattfinden. 1 Million nur für die Miete, 2 Millionen, um eine Technik einzubauen und für das Personal, das diese Hallen auch noch betreut, ich sage jetzt mal für 5,5 Tage. Was gibt denn das für eine Stundenmiete? Und ihr schämt euch nicht, in Deutschland, in Österreich, überall sieht man die Bundestage an den üblichen Orten zu tagen. Zum Teil mit Schutzmasken, zum Teil ohne. Die UBS veranstaltet Generalversammlungen mit 10.000 bis 12.000 Menschen. Und ihr findet nicht eine Lösung in eurem angestammten Saal, dass man mit Plexiglas oder was weiß ich, wieder tagen kann. Und überhaupt, habt ihr überhaupt noch eine Ahnung, wie man dieses Virus überträgt und wo das Virus jetzt im Mai überhaupt noch ist? 3 Millionen einfach mal auf Kosten der Bürger auszugeben. Wahrscheinlich wurde das nicht mal verhandelt, es geht noch weiter. Ihr wollt auch die Sommersession in diesen Hallen machen. Und man hat ausgerechnet, dass es billiger ist, wenn man die Technik einfach stehen lässt. Braucht ja eh niemand, es findet ja keine Messen statt, als die Technik ab und wieder aufzubauen. Und die Dame CEO von Bern Expo hat noch die Kupze zu sagen, ja, man müsse sich dann noch über eine Pauschale einig werden, weil die Hallen würden ja jetzt belegt bleiben, das müsse ja dann auch kosten. Ja, wer soll denn die sonst jetzt belegen? Und im Sommer sind es dann 3 Wochen Sondersession in diesen Messehallen drin. Ja, habt ihr das Gefühl, ihr könnt im Sommer immer noch nicht ins Parlamentgebäude zurück? Das ist einfach jämmerlich und das ist einfach schwach. Und ich hoffe, dass ganz viele das nächste Mal meinem Beispiel folgen. Ich werde diesen Stimmzettel sofort meinen Arsch abwischen und dann verbrennen. Keiner wird mehr gewählt, egal ob links oder rechts oder grün oder gelb oder blau oder grün. Ihr seid Volksverräter in meinen Augen. Schreibt euch das in euer Tagebuch rein. Und die Journalisten sind noch eure Steigbügelhalter, weil sie haben das nicht mal hinterfragt, warum ihr nicht regiert. Ganz sachte und dann ging man zur Tagesordnung über. Ich bin auch erschrocken, wie viele Menschen sich eingeigelt haben im Homeoffice.
Ich habe das Gefühl, es wird drei Unwörter des Jahres geben. Das eine ist Risikogruppe, das andere ist Homeoffice und das dritte ist die neue Normalität. Ich möchte aber an dieser Stelle auch einen Dank aussprechen an die Menschen, die sich nicht zu schade waren, in diesen Zeiten der Verunsicherung, der Panikmache und der Angst, ihre Frau und ihren Mann zu stellen, damit das Leben einigermaßen geordnet weiterging. Menschen, die auch zur Risikogruppe gehören, Menschen, die sich nicht verkrochen haben, weil sie sich nicht verkriechen konnten und weil sie sich nicht verkriechen wollten. Denen gebührt meine ganz große Achtung und mein Respekt, und einige habe ich schon genannt von verschiedenen Berufsgenren und Gruppen, und es gibt noch persönliche Danksagungen, die ich nicht unterschlagen möchte. Viele Kolleginnen und Kollegen von anderen alternativen Medien, ob das nur Visa TV ist, ob das KenFM, Ken Jebsen ist, ob das die Nachdenkseiten sind, ob das Rubicon ist, die sehr viel Klarheit ins Licht gebracht haben, auch Gerhard Wisniewski sei da genannt. Und nur dank auch diesem Druck haben wir den Regierenden auf die Finger schauen können und einen gewissen Opposition aufrechterhalten können, weil die parlamentarische Opposition, die war ja inexistent. Und viele haben mir geschrieben, und jetzt wäre ich bei meiner Community zum ersten, und Dankesmails gemacht und angerufen, gesagt, sie würden nur noch meines gucken und lesen, und das ist ganz schlimm, wenn ihr das macht, weil das ist, auch ich habe eine Brille an, auch ich habe eine Perspektive. Ich habe immer gesagt, es ist so wohltuend, wenn man verschiedene Standpunkte einnimmt, wenn man etwas aus dem Konservativen, aus dem Liberalen, aus dem staatlichen Lager, aus West und Ost. Ich bin in Streitigkeiten gekommen, sogar mit Freunden. Ich sage, guckt euch mal was an, was aus dem Osten kommt. Guckt euch mal den fehlenden Part an. Guckt euch auch mal Russia Today an. Das sind nicht einfach nur Böse und Kriminelle. Es ist mal interessant, eine andere Perspektive einzunehmen und nicht einfach sagen, ja, das ist KGB-Propaganda. Ja, was haben wir dann für Propaganda? Dort ist es KGB-Propaganda und wir haben in Europa eine NATO-Propaganda. Ja gut, also am Schluss ist beides nicht sehr ehrenwert, aber es öffnet die Gedanken, wenn man verschiedene Aspekte sich anhört und sich eben zuhört. Und das wäre in der Wissenschaft genau das Gleiche gewesen, dass man ein wissenschaftliches Parlament formiert hätte, eine Taskforce, und in der nicht nur der Koch und der Drosten und der Wieler gesessen hätten, sondern auch die Leute, die man medial zum Teil sogar mundtot gemacht hat, nachdem man sie an den Pranger gestellt hat. Ich möchte auch demjenigen Danke sagen, der euch auch die Newsletter schickt und die ganzen YouTubes auflädt. Jonas Wunderlin, übrigens, er hat heute Geburtstag. Happy Birthday und vielen Dank für alles. Wir werden noch einen schönen Kaffee, Geburtstagskaffee, trinken heute Morgen. Das ist eine tolle Geschichte. Samstag, Sonntag, wir haben keinen Tag ausgelassen seit dem 1. März, wo nicht zumindest ein YouTuber oder ein Newsletter gekommen ist. Und das geht natürlich nicht allein. Ich möchte auch meiner Frau Daniela Danke sagen. Die hatte nicht sehr viel von mir in den letzten 2 Monaten, das ist ja noch nicht ganz vorbei, der ganze Spuk da. Ich möchte auch meinen Freunden sagen, wir haben uns da so ein Männerklüpplein, haben uns jeden Mittwoch im Turnus mäßig bekocht, uns ausgetauscht, ausgezankt, ausgezapft. Das ist immer sehr befreiend, wenn es eben nicht virtuell ist, sondern wenn man sich auch sehen kann. Und last but not least möchte ich auch der, ja, man muss immer aufpassen, dass man dann nicht so Sektengefühle generiert. Also ich nenne das mal der Community, die jetzt ja auch zuschaut, die mir geschrieben hat, die auch Spenden generiert hat. Das ist, war sehr toll, das war gut, das war auftriebgebend, auch wenn es immer durch ein Mittel zum Zweck ist. Und das ist großartig. Ihr habt mir auch sehr viel Material geschickt. Ich konnte nicht immer alles, jeden Link, der kam, anschauen und verdanken, also soll das niemand persönlich nehmen. Ich habe versucht, so viele Mails, wie es nur geht, zu beantworten. Ich musste aufpassen, dass mir auch nicht Patienten-Mails
irgendwie unter den Tisch gefallen sind, wo wirklich noch ein medizinisches Problem zu lösen war. Und ganz, ganz vielen Dank für das alles, für eure Bestärkung. Ich habe relativ wenig oder fast keine, man kann sie an einer Hand abzählen, Diffamierungen und Beleidigungen bekommen. Und trotzdem muss ich sagen, bin ich irgendwo enttäuscht und frustriert. Wir haben jetzt 251 Abos und da muss ich sagen, wenn ich jetzt meinen Kollegen Bodo Schiffmann sehe aus Sinsheim, der hat irgendwie jetzt mehrere hunderttausend und ob das nur am etwas hallenden Ton liegt hier drin, wir haben das gemacht, was wir konnten. Es ist mir sogar jetzt ein professionelles Tonset in Aussicht gestellt worden. Von jemandem, von dem ich es zuletzt erwartet hätte. Also wir haben die Botschaft und den Inhalt vor irgendwelche technischen Spielereien gesetzt. Das kann nicht an dem liegen, aber eben in der Schweiz ist es immer schwierig, solche Klicks zu generieren. Die Leute haben Angst, dass wenn sie ein Abo machen, dass sie dann schon wieder irgendwo in einer Fische drin sind. Also sie wollen sich tracken lassen, das ist kein Problem. Und das Handy ist auch okay, aber auch das Liken könnte schon schwierig sein, dass man das mit einem Verschwörungstheoretiker und Subversiven wie Kaimi in Verbindung gebracht werden könnte. Als wenn da in dieser ganzen Community ein Wermutstropfen ist, dann wäre es schöner gewesen, wenn wir mehr Durchschlagskraft erreicht hätten, wenn wir eine größere kritische Masse erreicht hätten. Das wollte ich doch auch noch loswerden. Und zum Schluss noch zwei Dinge, ich habe das im letzten Newsletter beschrieben. Wenn ihr wirklich Connections habt zu Presseportalen, die auch offen sind, die auch mal Querdenker oder kritische Geister ein Interview machen möchten, dann bitte verbindet uns miteinander, dann können wir Synergien schaffen. Es wird ja noch weitergehen im Leben hoffentlich und es wird nicht immer nur um Corona gehen. Ich bin weder links noch rechts, ich bin manchmal sehr links, wenn es um Abfindungen geht und zweistellige Managergehälter in Millionenhöhe ohne unternehmerisches Risiko, ohne Entrepreneurrisiko, dann bin ich eine ziemlich linke Ratte. Und wenn es um Liberalismus und das Beschneiden von liberalen Rechten geht und Bevormundung, dann bin ich sehr liberal-bürgerlich und konservativ. Ich bin für die Religionsfreiheit, die eine Staatsverfassung respektiert. Ich bin für den Staat im Rahmen der Verfassung. Ich bin der Meinung, dass man nicht alles privat delegieren kann. Wir brauchen einen starken Service Public. Das haben wir jetzt gesehen im Gesundheitswesen, in der Logistik, im Transport. Im Personentransportwesen brauchen wir einen starken Service Public und wir haben auch gesehen, was mit der Deutschen Bahn passiert ist, die verstaatlicht wurde. Es gibt über 1000 Brücken, die sanierungsbedürftig sind. Und ich bin vor allem dafür, dass man sich zuhört, dass man nur das ist Demokratie. Demokratie besteht aus einer Streitkultur und Demokratie sind drei Dinge. These, Antithese und dann eine möglichst gute Synthese. Und der zweite Punkt ist, wenn jemand das Gefühl hat, er hätte irgendetwas zu sagen in und nach dieser Corona-Geschichte, sei es aus dem Bereich Kultur, sei es aus dem Bereich Sport, wir öffnen das auch, man kann sich auch hierher setzen, wir können auch einen Talk machen da, meldet euch einfach. Seid aber nicht böse, wenn wir sagen, das ist jetzt ein zu persönlicher Blickwinkel. Also wenn jetzt jemand ein Velo-Geschäft hat und dann will darüber berichten, dass er gewisse Ventile nicht bekommen hat, zwei Wochen, dann ist das für ihn sehr schwierig, aber ist vielleicht nicht so für die Allgemeinheit gültig. Aber wenn jemand wirklich in einem Bereich tätig ist oder Dinge erlebt hat, die für andere spannend sein könnten, also einfach melden. Am schnellsten, am einfachsten geht es info@maennerpraxis.ch und dann werdet ihr in jedem Fall von uns hören. Das war's mal von meiner Seite. Das Ganze geht natürlich weiter und ich sehne mir danach auch wieder andere Videos zu machen, andere Newsletter zu machen, wie wir sie auch gemacht haben vor dem 1. März. Es gibt so viele spannende historisch-politisch spannende Dinge, die man noch etwas anders ausleuchten können, als vielleicht bisher geschehen ist und dass wir uns irgendwann dann wieder von diesen ganzen
ich sage es jetzt einfach, Corona-Mist wieder abwenden können. Also, genießt den Frühling. Regen haben wir auch bekommen. Das war, glaube ich, jetzt sehr wichtig und gut für die Natur. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen regnerisch. Und ich denke, wir waren jetzt verwöhnt. Und die, die drinnen geblieben sind, sorry, ganz einfach selber schuld. Und wir können jetzt, die draußen waren, die können sich jetzt auch mal über das erste Maiwochenende ein bisschen drinnen verweilen. Also, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt optimistisch und bleibt wach. Macht's gut. Merci.